Grüß euch wieder bei Far Cry 4. Das letzte Mal bin ich da stehen geblieben. Da habe ich so eine Exekutiermission gemacht. Und dann habe ich wieder mit den Viechern umeinander gekraft. Ganz wild. Und da geht's jetzt weiter. Und zwar das erste, was ich mir jetzt einmal anschauen möchte, ist Herstellung. Ich brauche endlich mehr. Genau das ist es. Und dafür habe ich auch den Honigdachs gebraucht. Sehr gut, weil jetzt kann ich endlich 3 Waffen tragen. Sehr gut. Geldbeutel, da fehlen mir die Makaken, die werde ich mir holen. Schweinehaut. Schabracken, da Bier. Jackfell. Nebel. Was? Nebel. Harder Fell, keine Ahnung. Königstigerfell. Uiuiui. Panzernashornhaut. Okay. Und da brauchen wir die Ziegen noch. Gut, gut. Gesagt habe ich, dass ich mir jetzt wieder ein bisschen Missionen anschaue. Und zwar wäre ich jetzt natürlich auch auf die Hauptmissionen. Da haben wir aber eh zuerst gerade den Longinus gemacht. Keine Ahnung, was da als nächstes Hauptmission ist. Den Herc möchte ich mir irgendwann da mal anschauen. Und da geht es, denke ich, mal weiter mit den Hauptmissionen. Da haben wir eine Festung. Sehr schwer. Spiele im Coop-Modus. Das wäre natürlich auch interessant, diese Herausforderung alleine zu checken. Das wird sicherlich auch spannend, habe ich auch vor. Da ist noch ein Glockenturm, der nicht mir gehört. Und da wir da in der Nähe sind, würde ich sagen, den hole ich mal jetzt gleich einmal so als erster den Glockenturm. Und zwar werde ich da jetzt einfach querfeld eingehen. Da vorne ist der Glockenturm nämlich schon. Ja. Und schauen, was wir da Interessantes erleben auf dem Weg dorthin. Wo ich wirklich jetzt in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein muss, ist das die Geschichte mit den Viechern. Grüß euch. Das schlechtes Karma. Aber manchmal durchsuche ich die Taschen gefallener Army-Soldaten. Man glaubt gar nicht, was die alles bei sich haben. Ja, das mache ich immer. Ja, das ist der Grund, warum ich so fehle. Die Beste hat es mir jetzt genau erklärt. Der Grund, warum ich so fehle, ist, weil das schlechtes Karma gibt, wenn man die Typen durchsucht. Das ist ein Raubtier, was ist das? Ich glaube, das ist ein Vogel. Oh ja, das ist der Adler. Scheiße. Freund, die Rache ist süß. Das läuft jetzt irgendwie genug Tag in mir aus. Nachdem ich dieses Scheißviecher schon so oft gequält hat. Da vorne wäre ein Tiger. Ach du Käse. Köder habe ich auch keinen. Ich kann mich mit meiner Bewaffnung sicherlich nicht mit einem Tiger anlegen. Scheiße. Komm, schleicht euch. Weil selbst mit dem Prügel, glaube ich, wenn ich den direkt in den Kopf schieße, habe ich keinen Erfolg. Das heißt, den werde ich da jetzt mal versuchen, links liegen zu lassen und hoffen, dass er mir meine Fährte nicht aufnimmt. Aber der ist momentan da eh beschäftigt. Der hat sehr, hat irgendwas gerissen. Oh. Alter, da ist reger Verkehr. Naja klar, da ist ja noch so ein Turm oben. Das heißt, schnell zu dem Turm. Da ist mal zu viel Feindaktivität. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr Tiger rumhängen. Schweine, 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 Schweine. Oh, du Kacke, da vorne ist der. Sind das 2 Tiger? Nein, der hat wieder irgendwas gerissen, aber ich möchte mir da jetzt mein Schwein holen. Scheiße, die waren dann, ich bin gleich tot. Ja, genau das habe ich befürchtet. Komm, Freund, da. Papi gibt's. Ja, komm, 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 komm. Lass mich in Ruhe. Ach, du Scheiße. Und da unten ist das noch ein Tiger? Nein, ist kein Tiger. Das ist noch seine Sau. Bleib da stehen, ich brauche Köder. Ein Schwein natürlich. Okay.
Schau, Köder habe ich wieder. Ich glaube, der Tiger wird sich nicht lange ablenken lassen. Einer hat doch eh gerade gefressen. Und da ist ein Dachs in der Nähe. Feinde. Haben mich nicht gesehen. Könnte man ja so ein Auto schnappen, dann geht's schneller. Aber ich glaube, so erlebt man mehr. Genauso ist ja auch möglich, in dem Spiel Schnellreise zu machen. Als wäre ich... Oh, schau mal, wer da kommt. Oh, da sind irgendwelche scheiß Hunde wieder in der Nähe. Was? Ach Gott, kommt, Freunde, da gibt's Papi. Soll ich ihn helfen? Ich hoffe, ich komme... Ja, ich schieße ihn ja... Naja, da schieße ich ihn nur selber ab. Jetzt haben sie mein Hallo, Hallo genommen. Ja, jetzt kommen die Freunde auch noch. Na, sag ja, da lebt man was, wenn man zu Fuß geht. Da ist ein scheiß Dachs da unten. Ah, ich mache einen auf Rambo, kommt's her. Achso, ich habe jetzt den Prügel. Eigentlich wollte ich die Waffe anders nehmen. Ui. Naja, er sieht mich nicht, gell? Ach, so wollte ich das eigentlich machen. Oh, das war gar nicht gut. Ah, wo ist denn der wieder herkommen? Warte mal, ich muss mich immer überraschen. Aber den werde ich jetzt trotzdem mit dem Bogen erledigen. So. Ja, ich habe das angesagt, Freund. Ich hab's dir angesagt. Ich hab's dir angesagt, dass ich dich mit dem Bogen erledigen werde. Und das habe ich auch gemacht. Ich möchte mich nicht heilen. Ich möchte den Typen untersuchen. So, und jetzt können wir uns heilen. Habe ich jetzt den Bogen weggeschmissen? Nein. Ah ja, ich kann eine zusätzliche Waffe jetzt schon tragen. Das wollte ich mir ja beim Hallo Hallo ausrüsten, aber den haben leider die Hunde gefressen. Momentan sind die Viecher da sehr aggressiv. So, ich komme aber jetzt näher zu dem Glockenturm. Jetzt habe ich hier wieder eine AK, da kann ich mich doch ein bisschen besser gegen die Viecher verteidigen. Weil die Scorpio, die ist dann wirklich nicht ausreichend. Da war doch irgendwas. Genau. Brauche ich nicht so ein Tapir auch noch? Egal, was ich habe, das habe ich. Oh ja, es ist eh schon wieder was. Es ist schon wieder was da. Schauen wir gleich nach. Herstellung. Was kann ich denn herstellen? Ah ja, genau, die Schweine habe ich. Die Beutetasche. Na, das ist aber eh leiwand. Trage bis zu 90 Gegenstände mit dir rum. Okay. Na, ah, die komischen Viecher. Na, die Tigerfischhaut. Okay. Mal schauen, dass wir da irgendwie nach oben kommen. Was ist denn da schon wieder? Freunde. Kommt's her. Da kommt noch einer. Oh, jetzt habe ich den eigenen Buddy da geschossen, oder? Komm, jetzt jag ich dich einmal, du blödes Viech, du.
Ui, ah. Ah. Komm, du ihn häupten. Jawohl, die Rache wird mein sein. Mit den Molotow-Cocktails kann man die auch ganz gut vertreiben. Ich mag mich weder heilen noch ladladen, ich mag das Viech häuten. Okay. So, jetzt tun wir nachladen. Jetzt tue ich mich heilen. Heilen, wieder halten. Einen haben wir noch zum Heilen, ne? Genau. Hängen da irgendwelche komischen Vögel rum? Nein. Ja, hinten ist sicherlich ein Poster oder sowas. Muss doch da irgendwas sein. Oder ist das drinnen? Das wird drinnen sein. Jo. Ich habe ja den Tipp. Nein. Den Tipp bekommen. Mal mit dem Hubschrauber rauf zu fliegen. Aber das geht bei mir sicherlich nicht gut aus. Das schaffe ich sicherlich nicht. Da sprengen wir samt den Hubschrauber in den Turm wahrscheinlich selber in die Luft. Wo ist denn jetzt dieses blöde Plakat? Das muss doch da irgendwo sein. Oder ist es weiter oben? Da oben ist es. Na gut, okay. Ja, ein bisschen rumfehlen wieder. So, jetzt schau, dass ich da mal möglichst schnell raufkomme. Okay. Auf das Plakat pfeife ich jetzt einmal, außer es liegt mir da irgendwo am Weg. Nö. Wo muss ich hin? Ah, ich seh's schon. Ma, die Beste da oben am Lautsprecher geht mir schon wieder schwer wohin. Er ist überhaupt nicht bewacht, der Turm. Okay, das soll mir aber auch nur recht sein. Ich bin eh schon gefordert, damit den richtigen Weg zu finden. Ich warte nur mal, bis da irgendwo was wegbricht und ich wieder runterflieg. Okay. Na, weit kann es jetzt nicht mehr sein, oder, Freunde? Schauen wir mal in die Kiste rein. Ah, sehr gut, da haben wir es ja schon. Ja. Und den Turm hole ich mir jetzt auch dann gleich, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!